Hearts of Stone. Ja genau, so, so ist richtig. Nicht Heart of Stones, wie ich es einmal geschrieben habe oder gesagt habe. Ja, in der letzten Folge. Extrem geil. Wir haben den Pedel besiegt. Hat etwas gedauert, aber mit der Zeit haben wir rausbekommen, wie das geht. Und dann haben wir es auch geschafft. Sehr geile Aktion. Und jetzt müssen wir durch die Hintertür rein. Da haben wir den Schlüssel bekommen vom schwarzen Hund und von der schwarzen Katze. Und wir wissen noch nicht, wer das ist. Vielleicht finden wir es noch heraus. Aber erstmal rein. Verschwinde. Was ist das denn für ein Haus? Das ist ja eklig. Verschlossen. Da vielleicht etwas Schnaps für mich. Nee, nur Salpeter. Zwergenschnaps, jawohl. Tür nach draußen wieder. Nee, hier gehe ich nicht raus. Die Tür scheint auch zu sein. Roggenschnaps. Die Bierplörre könnt ihr da behalten. Boah, kein Schwein. Gott, oh Gott, ganz schön viele Türen hier, die hier abgehen. Ist das ein Treppenhaus? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich wappne mich da mal ganz einfach und nehme mal eine Katze. Falscher Tab. Waldkauz wollte ich nicht. Nee, wo ist denn Katze? Das ist das Problem. Ich wusste, als ich das Hauptspiel gespielt habe, wusste ich, aha, das ist eine Katze. Das sind die Öle. Das muss hier oben irgendwo sein. Die Katze muss hier oben irgendwo sein. Doppler Absud. Wasserflasche. Absud, Absud, Absud. Habe ich echt keine Katze mehr? Doch, da, Katze. Verbrauchen, genau. Und jetzt sehen wir ja auch mal hoffentlich was. Ah, sehr schön. Zur Hölle. Ja, ich glaube auch. Die Chroniken von Redanien. Schema Kavaliershose. Und weiter. Gesellen, Waffenreparaturset. Manuskript, verbesserte das Ogroidenöl. Genau, sehr schön. Meisterlich gefertigter Sattel. Was der wohl da drin macht. So, hier liegt auf jeden Fall was. Iris Skizzen. Was zum Teufel war das? Das kann man bestimmt lesen. Aber nicht da. Okay, erstmal. Ganz kurz gucken, das ist schlechter und der Satt. Oho. 75 Ausdauer. Ah, Moment, nee, der bringt. Meiner bringt mehr, ne? Ja, genau. 100 Kapazität der Satteltaschen. Der bringt überhaupt nichts Kapazität der Satteltaschen, also nein. Das Skizzenbuch. Kann man sich das nicht angucken? Schade. Dann gehen wir weiter. Ich habe Angst. Ach nix, ich auch gerade ein bisschen. Jetzt wird es nämlich wieder extrem mystisch. Hier komme ich hier raus.
Verschlossen. Schlüssel benötigt. Da ist ein Porträt. Olgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Ja, richtig. Ein anderer Mann. Kommen wir hier hoch? Müssen wir hier hoch? Okay, wir kommen auf jeden Fall hoch. Au! Nicht schön. Nicht schön. Kann ich nur sagen, aber ich komme hier auch nicht durch, ne? Oh, Harnfaser. Ja, das ist genau das, was ich nicht wollte. Wieder ein Porträt. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene genau. Weise unglücklich. Auch verschlossen. Brandschaden. Interessant. Corvea und Provisis. Die Chroniken, na gut, hatten wir jetzt schon mal. Was haben wir hier? Nochmal die Hexersinne bemühen. Da hinten wäre noch was. Keine Ahnung, ob ich das kenne. Ich nehme es mal mit. Florin. Komme ich hier hin? Nee, aber ich konnte von hier, glaube ich, eben schon. Heimwerker, Enzyklopädie. Oh ja, die nehmen wir mit. Man weiß ja nie wofür. Und weiter. Hier oben waren wir jetzt schon überall, ne? Jetzt geht's oben erstmal nicht weiter. Müssen wir unten hin. Mal wieder die Hexersinne bemühen. Ganz vorsichtig. Ein neuer großer Raum, neue große Gefahren könnten hier lauern auf uns. Okay, eindeutig. Ein Objekt. Ja, genau. Das, so wollte ich das machen. Ordentlich und alles sauber. Na da. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Poltergeist. Okay, weiter. Wieder eine Treppe hoch, aber hier geht's nicht hoch. Ist die Frage, ob wir hier irgendwas mit Art richten können, ne? Nee, können wir nicht. Dann schnell hier rein. Ich hoffe, hier geht's durch. Hier geht's nicht durch. Dann müssen wir jetzt in der Tat mal gucken, wo es hier weitergeht. Dann habe ich jetzt nämlich nicht gerade mehr so viele Ideen. Aber schauen wir erstmal. Irgendwo werde ich mit Sicherheit irgendwas ganz Wichtiges übersehen haben. Oh, dieses Geistergeheul. Was haben wir hier unten? Da ist noch eine Tür. Nee. Eine Kerze. Okay, der ging es ja nicht weiter. Dann auf jeden Fall wieder zurück. Wir nehmen noch mal eine neue Katze. Ansonsten sehe ich nämlich wieder nichts. Jawohl, ja, die Katze. Dann weiter durchsuchen. Da ist auf jeden Fall eine verschlossene Tür, da kommen wir nicht lang. Art bringt hier auch nichts. Ich muss anscheinend wirklich wieder hoch. Ich weiß nur noch nicht genau wohin. Habe ich es hier schon versucht? Ja, ne? Abgeschlossen und abgeschlossen. Ah, hier könnte ich über den Schutt drüber. Ah, das ist sehr schön. Aber was bringt mir das? Hier sind doch alle Türen auch verschlossen, oder nicht? Egal, gehen wir erstmal hier hin. Art bringt hier überall nichts. Ist auch keine wirkliche Tür. Hier ist noch eine Tür. Die geht ebenfalls nicht auf. Suche im Obergeschoss des Anwesens nach Iris von Everick. Ja, habe ich doch. Mache ich doch. Aber irgendwie
zeigt sie sich noch nicht. Da ist noch ein... Das Gemälde kenne ich aber an sich auch schon. Ich guck mal hoch. Und runter. Habe ich irgendwas Wichtiges übersehen? Da ist ja noch ein Raum. Also der ist noch verschlossen, der Raum. Dieses Gemälde kennen wir schon. Dann muss hier noch irgendwas sein. Ah, hier. Scheint es weiter zu gehen. Ich glaube, das habe ich übersehen. Ist nur die Frage... Ja, hier geht es in der Tat weiter. Ist nur die Frage, wie sicher ich hier irgendwie runterkomme, ne? Ganz wichtig, abrollen. Haben wir gelernt. Doppelter Kreis, kurz bevor der Fallschaden kommt. Danke nochmal an CD Projekt Red für diesen geilen Hinweis. Okay. Bin ich hier nicht vorhin hochgegangen? Ich weiß es nicht mehr. Hier muss doch irgendwo was sein, was ich irgendwo noch vergessen habe zu machen. Nee. Das ist definitiv erstmal der Anfangsraum, hätte ich jetzt gesagt. So, nehmen wir jetzt das. Gucken wir, ob wir hier mit Art noch irgendwie weiterkommen. Ich nehme jetzt doch erstmal alles kurz auf. Einfach nur, um mir ein bisschen gelb vom Halse zu halten. Genau, da ging es weiter. Das war das Treppenhaus. Da kam aber auch gerade wieder runter, ne? So, und jetzt sagt mir das... Mein Guide... Hier muss ich hin. Jetzt sagt er mir, ich müsste hier hoch. Und jetzt... Sagt er mir gar nichts mehr. Irgendwo hier. Ist da gerade was passiert? Okay, die Katze ist wieder weg. In diesen hinteren Raum müssen wir irgendwie kommen. Nicht irgendwas... Ah, ich kann bestimmt irgendwas verbrennen, oder? Er hat doch was von Feuerschaden gesagt. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwas verbrennen können. Hier auf jeden Fall noch nicht. Okay, nochmal in den nächsten Raum gucken. Also mit Art geht ja hier nichts. Dann vielleicht wirklich irgendwas verbrennen. Ich schaue nochmal. Vielleicht den Kamin anzünden oder so. Oder den Kamin einfach nur ganz grundsätzlich mal anmachen. Scheint auch nicht zu gehen. Hier haben wir auf jeden Fall... Aha. Auf jeden Fall noch einen Balkon. Auf dem wir noch nicht waren. Und hier sieht's... Oh, eine Tür öffnet sich. Und ich bekomme gerade richtig Gänsehaut. Das haben sie mal richtig geil gemacht mit der Atmosphäre. Ah, jetzt sind wir hier hinter. Okay, Erscheinung. Und jetzt... Ganz schnell noch eine Katze rein. Katze. Ansonsten sehen wir nämlich nichts. So, und jetzt auf jeden Fall mal auf Irden wechseln. Huhu. Bringt das nichts? Warum sind eigentlich alle Irden immun seit neuestem? Aber ihr könnt doch nicht gegen alles immun sein. Au, 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 au. Au, au, au. Und weg. Au, au, au. Und weg.
sie hat auf jeden Fall was gegen Feuer. Okay, sie heilt sich. Warum heilt sie sich? Warum heilt sie sich? Wie kann ich das verhindern? Durch Feuer wahrscheinlich. Okay, sie ist wieder voll. Ich will so einen Skill auch haben. Versuchen wir einfach mal nicht Feuer zu nehmen. Ich fürchte nur, Axi wird auch nicht so sonderlich viel helfen. Okay. Lass mich raten, jetzt müsste ich einen Irden machen, ja? Der war fies, der Schlag. Oder einfach richtig drauf putzen, bis es weg ist. Einfach gucken, sie oder ich. Irgendwas muss doch dieses blöde Irrenzeichen machen. Das ist wieder voll, ne? Das ist ganz voll. Ich glaube, wir müssen Irren benutzen, sobald sie anfängt, sich zu heilen oder so. Quasi jetzt, damit sie sich erstens nicht heilt und zweitens da nicht rein kann. Jetzt mein Silberschild wieder kaputt. Jetzt ist sie schon wieder eingesogen. Kann ich irgendwie die Gemälde kaputt machen? Verpiss dich doch. Hohle Frucht. Aha, so geht das. Mit Art also. Merken. Art bringt's in diesem Fall. So können wir verhindern, dass sie sich heilt. Ja. Meine Liebe. Jetzt willst du aber kurz oder lang an den Kragen gehen. Sehr schön und weiter. Komm her. Komm her, meine Liebe. Immer Druck auf die Entscheidung. So, irgendwo wird sie sich heilen. Ha. Nicht mit mir. Erstmal noch ein bisschen Dörrobst reinhauen. Komm her. Na komm. Okay. Vielleicht das letzte Mal, wenn wir Glück haben, wenn wir es richtig anstellen. Na komm, weiter, weiter. Erscheinung. Erscheinung aus dem Gemälde. Jawoll, ja. Das ist eine gute Frage. Was zum Teufel war das? Irgendeine Erscheinung. Und alles brennt. Oh nein. Na, wenn alles brennt, meditieren wir erstmal eine Runde. Erstmal drüber nachdenken, was hier eigentlich getan wurde. So. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Szenen einer Ehe. Untersuche die Überreste auf dem Bett. Werde ich machen, Leute. Aber erst in der nächsten Folge nochmal einen kleinen Cliffhanger hier einbauen. Da vorne liegt sie. Und wir werden in der nächsten Folge sehen, was uns das bringt, wenn wir das untersuchen. Also, bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.